Ich bin aufgewachsen in einer Gegend von Kanada, das so eine Hochebene ist. Also es ist auf 1000 Meter und es ist Prärie, nennen wir das. Es ist dann sehr heiß im Sommer, sehr kalt im Winter. Und man hat dort so riesen Kanäle eingezogen, um diese ganze Gegend dort bewässern zu können. Und im Sommer war dann eines der Freizeitaktivitäten war es, auf diesen Kanälen Wasserski zu laufen. Aber nicht hinter einem Boot, sondern hinter einem Pickup-Truck. Bin mir nicht ganz sicher, wie man das Ding auf Deutsch nennt, aber es ist so ein kleiner Lastwagen halt. Und da gibt es eine Geschichte mit einem Fundament der Wahrheit, wo einmal so fünf Freunde unterwegs waren, um wieder mal Wasserski zu laufen in der Hitze im Sommer. Neben diesem Kanal gab es halt eine Schotterstraße, wo dann halt dieser Lastwagen dann fahren konnte. Das Ganze war auch nicht ganz legal, aber es war so unglaublich flach in dieser Gegend. Zum Beispiel, als ich meinen Führerschein gemacht habe, habe ich nicht gedacht, dass sie einen Hügel finden würden, wo ich das Auto auf einen Hügel parken musste. Aber dann haben sie eines gefunden, der war, glaube ich, 5 Meter hoch. Aber es war einfach unglaublich flach, die ganze Gegend. Das heißt, man konnte die Polizei von Weitem sehen kommen sehen und daher war das kein Problem. Aber gut, und da war halt eines Tages, hatten diese Burschen die Idee, wie würde es denn sein, Wasserski zu laufen, ohne nass zu werden? Und gut, das Ende kann man sich einigermaßen gut vorstellen, das ist relativ einfach, man muss nur gut kalkulieren, wenn man Richtung Strand fährt, also wenn man zu schnell gefahren ist, dann hat man halt viel Gras gefressen und wenn man zu langsam war, ist man halt untergegangen, dann wurde man halt nass. Die Herausforderung war ja, nicht nass zu werden. Aber gut, das Ende der Geschichte, das war relativ einfach. Das Schwierige war halt am Anfang. Wie macht man das am Anfang? Und da gab es halt eine Stelle über einen dieser großen Kanälen, wo eine Brücke gebaut, über diesen Kanal gebaut wurde. Und bei manchen Brücken ist ja so, das Gestell, sozusagen die Statik und die Brücke aufrechterhält, ist über der Brücke drüber, nicht? Also da, wo man fährt, ist halt hier und dann drüber gibt es das Gestell. Aber diese Brücke war halt genial, weil das ganze Gestell, um sie aufrechtzuerhalten, war unter dem Teil, wo man drüber fährt. Das heißt, man konnte da relativ weit dran oder in der Nähe von dem Wasser herunterklettern, um dann relativ nahe an dem Wasser dann dran zu sein. Und das Ganze ging dann so, wenn man sich das so vorstellt, also hier ist die Straße und hier irgendwo ist der Lastwagen und dann hier ist diese Brücke und dann musste man halt so weit rüber gehen, wie es halt nur geht, auf der Seite der Brücke, weil wenn man dann runterspringt und dann, wenn man zu weit nach rechts ist, dann wird man sofort in den Strand reingezogen, also das geht nicht. Das heißt, man musste ganz weit auf der Brücke auf der Seite gehen und dann hat man so lassomäßig den Strick oder das Seil halt denjenigen jetzt hingeworfen, der Skifahren würde, Wasserskifahren würde. Und dann muss man alles gut kalkulieren, also er hat seine Ski angezogen und der Strick musste sehr straff sein, also der Lastwagen muss genau in der richtigen Position stehen. Also die ganze Prozedur hat ziemlich lange gedauert, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis man fertig war. Und dann hieß es, 1, 2, 3, hit it! Und dann ist man dann gesprungen und wenn alles gut gelaufen ist, konnte man Wasserski laufen, ohne nass zu werden. Das war dann natürlich nicht ganz ohne nass zu werden, weil der Aufprall auch ein bisschen was verursacht hat, aber es war dann ziemlich cool, weil man einfach das Gefühl hatte, man fährt jetzt hier entlang diesen wunderschönen Kanal und der Wind durch die Haare und es ist einfach nur schön. Gut, und da gab es halt einen der Freunde, der eigentlich nie gesprungen ist, nicht? Und er hatte immer Angst gehabt. Und der hat schon begonnen, ist rübergelatscht auf der einen Seite der Brücke, ist runtergeklettert bis nahe zum Wasser, wie es halt nur geht. Man hat ihm die Ski runtergereicht, hat die Ski angezogen, man hat den Strick ihnen zugeworfen, nicht? Und dann stand er halt einfach da und dann hieß es, 1, 2, 3, hit it! Und er hat losgelassen. Und dann musste man wieder von vorne anfangen, nicht? Und 20 Minuten später, also der Lastwagen musste wieder zurückfahren und er hat die ganzen Jahre ist er nie gesprungen. Man hat alles Mögliche versucht, nicht sogar seine Freundin mal mitgenommen, dass es total peinlich sein würde, wenn er nicht springen würde. Aber es hat nie funktioniert.
Und er hat nie diese Freude gehabt, Wasserski zu fahren, ohne nass zu werden. Und warum erzähle ich jetzt diese Geschichte? Was hat das bitte mit Berufung zu tun? Und ich glaube sehr viel, weil Berufung ist eine Vertrauensfrage. Und der heilige Thomas von Aquin sagt, der Sitz vom Vertrauen ist nicht im Verstand, sondern im Willen, im Herzen des Menschen. Das heißt, Vertrauensprobleme sind immer Herzensprobleme. Ist nicht so sehr eine Frage, etwas besser zu verstehen, irgendwelche Bücher zu lesen über das Vertrauen, sondern es geht darum, zu springen, eine Entscheidung zu treffen. Und mit der Berufungsfrage ist es ja genau so. Nicht? Ich weiß ja nicht, was passieren wird. Ich weiß nicht, was alles auf mich zukommt. Nehmen wir nochmal das Beispiel von Maria in der Erscheinung des Engels, nicht zu ihr. Und am Ende heißt es, ich liebe diese Stelle, wo es dann sagt, und der Engel verließ sie. Und er war wirklich weg. Ich meine, er ist nie mehr aufgetaucht. Nicht? Josef hat noch ein paar Engel gesehen, aber die Maria überhaupt nicht mehr. Wo war er dann in Ägypten? Wo war er am Fuß des Kreuzes? Und Maria wusste ja nicht, was auf sie zukommen würde. Also ich als Kanadier von einer Ranch, ich hätte mein Lasso geholt und ich hätte erstmal ordentlich ausgeholt und den Engel versucht zurückzuholen und zu sagen, der Heilige, was wird mich bitte überschatten? Und kannst du mir eine Gebrauchsanweisung geben, wie ich einen Messias erziehen soll, bitte? Oder was werde ich jetzt Josef sagen? Ja, lieber Josef, ich habe einen Engel gesehen und jetzt bin ich mal schwanger. Sie hatte überhaupt keine Ahnung, was jetzt alles passieren würde. Und doch, sie lässt sich voll ein auf Gott. Der Engel sagt ihr, für Gott ist nichts unmöglich. Auf Griechisch steht da sogar, für Gott ist kein Wort unmöglich, also ein bisschen ein Wortspiel. Und dann sagt Maria, okay, dann mir geschehe nach diesem Wort. Also es ist nicht ein nach irgendetwas, sondern dieses Wort, für den nichts unmöglich ist, will ich, dass das mir geschieht. Und auf Griechisch ist auch sehr schön, weil sie eine Form nutzt, einfach einen starken Wunsch eben auszudrücken. Es ist nicht, okay, mir geschehe, wenn es halt sein muss, sondern, oh, das ist mir geschehen. Und warum? Es ist einfach ein Schritt des Vertrauens. Jetzt mit dem Wasserski laufen, ich wollte dieses Beispiel geben, weil die Entscheidung zu springen dauert eine Millisekunde. Das ist nur eine Millisekunde. Jetzt übertragen auf die Berufung, Gott gibt mir alles, was ich brauche. Er gibt mir die Skier, er gibt mir die Unterstützung im Gebet, er gibt mir Leute, die für mich da sind, er gibt mir Geist und Begleiter, er gibt mir die Bibel, er gibt mir die Sakramente, er gibt mir Motivation, er gibt mir die innere Stärke, er gibt mir den Heiligen Geist, er gibt mir die Gaben, er gibt mir die Tugenden, er gibt mir die Taufe, er gibt mir alles, was ich brauche, um diesen Schritt zu setzen. Aber er wird mich nicht zwingen, weil er unglaublich respektvoll ist für meine Freiheit. Warum? Weil er mich liebt. Weil die Voraussetzung für die Liebe ja immer die Freiheit ist. Ich kann nicht jemand sagen, hey, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Sondern Liebe kann man ja nur frei geschenkt bekommen und nur frei auch geben. Und deswegen ist Gott ein Bettler vor unserer Liebe. Er zwingt uns zu gar nichts. Er ist gekreuzigt vor unserer Freiheit. Nicht? Er bewegt sich keinen Millimeter, uns zu zwingen, irgendwas zu tun. Aber er lädt uns halt ein, nicht? Und er versucht, unser Herz zu erobern. Und jetzt dieses Moment des Springens und zu sagen, okay, Herr, ich vertraue dich, nicht? Ich vertraue dich, ich springe jetzt, das wird er mir nicht wegnehmen. Und dann wird auch nichts passieren. Und deswegen hinkt das Beispiel auch ein bisschen, nicht? Weil beim Wasserskilaufen hätte was passieren können. Aber wenn wir uns in die Hände Gottes werfen, passiert gar nichts. Ganz im Gegenteil. Wir werden merken, wie wir geborgen sind, wie wir eine Freiheit spüren, wie wir immer mehr aufgehen als Menschen, wie ich immer mehr mich selber finde. Aber das braucht den Schritt des Vertrauens. Den großen Schritt, aber auch immer wieder die kleinen Schritte des Vertrauens. Nicht ein Sagen, Herr, ich vertraue dich. Herr, ich vertraue dich. Und das ist eine Entscheidung nochmal und nicht zu sehr ein Ding vom Verstehen und Bücher darüber lesen. Und was ich halt irgendwie mir selber wünsche und euch wünsche, ist, dass wir immer wieder auch in diesen kleinen Dingen den Mut haben zu springen, sodass wir auch in diesen großen Fragen den Mut haben zu springen. Und ja, in der Berufungsfrage ist das ganz, 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 ganz wesentlich. Nicht? Wenn ich nicht bereit bin, auch auf Gott wirklich voll zu vertrauen, dann wird es halt schwierig. Und da auch wiederum die Frage des Vertrauens hat natürlich mit der Kenntnis von dem Herrn auch zu tun. Nicht? Weil zum Beispiel, wenn hier ein Loch wäre, und eine Stimme zu mir ruft und sagt, spring, Obi, und ich werde dich fangen.
dann werde ich wahrscheinlich erstmal fragen, wer bist du und warum soll ich springen? Nicht? Und weiß nicht, was mir da passiert. Also ich werde nicht springen, wenn da alles dunkel ist. Ich habe keine Ahnung, was da unten ist. Aber wenn ich 3 Jahre alt bin und das ist mein Papi und ich liebe ihn, ich weiß, er liebt mich und da ist ein Tiger hinter mir her und will mich gleich auffressen und Papi sagt, spring! Dann werde ich sofort springen, weil ich weiß, ich bin in ihm geborgen. Es hängt sehr viel für mein Gottesbild zusammen. Nicht? Ist Gott ein Tyrann, der mein Leben schwer machen möchte, der mir vielleicht, oh Gott, wenn ich jetzt Ja sage und meinen Blankoscheck unterschreibe, da wird mir sofort was Schreckliches passieren. Ich werde krank werden oder er wird mich zum Priester berufen oder irgendwas Furchtbares. Er möchte mir ja die Fülle am Leben schenken. Und daher nochmal, es hängt sehr viel von meinem Gottesbild zusammen, ob ich vertrauen werde oder nicht. Ja, und daher wünsche ich halt euch und wünsche ich mir selber, dass wir Menschen des Vertrauens sind, die aber ein Gottesbild haben von einem Gott, der uns einfach wahnsinnig liebt und nur das Beste für uns möchte und ein echt guter, toller Papi ist.